Tag auch und Servus! Ein langes Wochenende in Bayern. Den Anfang macht hier die Alz und ich werde nicht alleine unterwegs sein. Kennen Sie den Fußfahrer? Ist der irgendwo in der Nähe? Nie gesehen. Okay. Ja! Hast du schon mal runtergeschaut? Ja. Und? Wasser. Heute hier am Chiemsee in Seebrugg geht es die Alz gleich hinunter. Mit dabei ist der Naturerleber, der Markus, und ganz ungeduldig schon auf dem Wasser, der X-Boy Leo. So, die ersten paar Meter hier auf dem Chiemsee bis zum Abfluss der Alz. Bisschen ungewohnt hier im Swing, saß ich schon lange nicht mehr. Dazu noch ohne Finne auf dem See, aber lang haben wir es nicht. Und dann geht's auf den Fluss. Pack was, oder? Legen wir los. Pack was. Ah, da kommt schon Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Die schnellste Rennente des Chiemsees. Ja, wie gesagt, ein langes Wochenende hier in Bayern. Unterwegs die ganze Zeit mit Leo und Markus. Der ein oder andere kommt unterwegs vielleicht nochmal dazu in den nächsten Tagen. Und ja, ich habe gerade schon gehört, heute ist der einzige Tag, in dem ich mit dem Swing unterwegs sein darf. Danach werde ich ins Packraft gezwungen. Man will mich hier packraftifizieren. Mal sehen, ob das gelingt. Aber ich freue mich drauf. Ich saß tatsächlich noch nie im Packraft und habe auch Lust, das Ganze mal auszuprobieren. Das Wort muss ich mir merken. Packraftifizieren. Ja, steht doch im Duden auf Seite 2, oder? So, da haben wir den Chiemsee auch schon abgehakt. Genau. Jetzt geht's auf die Alz. Das hat sich voll komisch angefühlt, ne? Als ob man irgendwie, ich weiß auch nicht, als ob der Boden hinter einem hochgeht und einen so nach vorne schiebt irgendwie. Ganz, ganz merkwürdig. Immer noch. Stampede. Trotzdem vorwärts. Na, das sind mir die liebsten Flüsse. Deswegen fahre ich auch lieber Fluss als See. Ja, auf alle Fälle. Die ersten Unstimmigkeiten hier. Das wird noch eine harte Zeit. Von beiden Seiten. Gleich liege ich doch noch drin hier. Ja, man merkt, dass hier öfter mal Leute unterwegs sind, die mit Wasserschifffahrtszeichen und sowas nichts am Kopf haben. Hier hat man dann auf die guten alten Verkehrszeichen zurückgegriffen. Aber scheint ja dann zu funktionieren. Mit der Strömung geht es hier echt fix voran und die Kirchturmglocke, die läutet uns hier schon zu unserem heutigen Pausenplatz. Aha, für die folgende Flussstrecke sind Erfahrung und weiß ich nicht was nötig. Wir haben den Leo dabei, der hat Erfahrung. Ich hoffe, dass die ausreicht. Ja, dass da vorne Landmann mit Geländer und ich mach den Spagat. Jetzt was heißt es? Dieser Bereich wird Video überwacht. Ja, wohl wahr. Ja, Überraschung, wenn der Erfinder des X-Balls dabei ist. Wird hier ein Welchboy gekocht. Welche Überraschung. Da mache ich aber meistens einen Teebeutel schon ins kalte Wasser rein. Besonders im Winter, bei so Winterbiwak bei 10 Grad minus. Weil wenn der dann noch ewig ziehen muss, dann ist der kalt. So, weiter geht's. Jetzt kommt eine Bootsrutsche, habe ich gehört. Man hört sie schon. Man hört sie schon.
rein und dann mal von mitten durch. Also geradeaus quasi. Genau. Aber die Beschilderung der Bootsrutsche finde ich jetzt irgendwie etwas merkwürdig. Ich wüsste jetzt nicht, wo die ist. Ach, da. Okay. Der Leo geht mutig voran. Er lebt noch, dann wagen wir es auch mal. Ja. Aber hier sieht das schon mal ganz nett aus jetzt. Ja, hier ist schon schöner als oberhalb. Was schöner als? Oberhalb. Ja, definitiv. Ah, deutlich interessanter. Da stößt man sich aber den Kopf. Es gibt Leute, die haben zu lange geschaukelt. Also hier kommen die alle her. Genau. Aber es ist definitiv kein Kleinfluss. Nee, Kleinfluss ist es nicht. Aber für den ersten Tag zum Aufwärmen. Da war doch wieder breit geworden. Ja, das ändert sich jetzt immer. Das hast du schon mal gesagt. Wir bleiben links, oder was? Jo. Das ist mir immer ein Rätsel, was das da ist. Ob das mal ein kleines Schloss war oder so. Das ist bestimmt ein Lustschloss. Lustschloss. Das ist auf jeden Fall ein Auto. So, dieses Wehr kann man nicht fahren. Da müssen wir jetzt noch einmal. Einmal aussteigen. Ich habe kurz überlegt, ob man das fahren kann. Und weiter geht's. So. Einmal in die Büsche. Weiter geht's. Mitnehmen, was man kriegen kann hier. Angenehm. Ja, ein bisschen Schlaf nachholen. Ja, das glaube ich. Ich habe noch nie solche Schilder auf dem Fluss gesehen. Du schon mal? Nee, überhaupt. Hatten sie noch über in der Straßenmeisterei. So habe ich mir das doch vorgestellt hier. Da ist das Schild. Das steht genau der Busch vor. Oh ja, hier ist auch schon flach. Hätte ich doch die Spritzdecke drauf machen sollen. So, dieses komische Gebäude hier ist eine Seilfähre, der man hier ja einmal übersetzen kann. Die Mina. Ja, also die Wehre sind schon recht sparsam ausgeschildert, finde ich. Aber man hört sie ja. Wir haben ihr Ziel erreicht. Jo, soweit die Tour auf der Alz. Jetzt geht's aber nicht nach Hause, sondern wir sind gleich noch weiter sportlich. Jetzt geht's noch ein bisschen zu Fuß gleich weiter. Ja, den Trockenanzug haben wir
unpraktischerweise schon ausgezogen. Jetzt sind wir hier im Wendelsteingebiet unterwegs und wollen die Nacht noch auf einer schönen Hütte verbringen. Und eigentlich sollte es erst ab morgen regnen, aber so ist das halt. Die beiden haben den Vorteil, die machen sowas öfter. Ich sitze ja nur immer gechillt im Boot. Aber wenn ich mir das hier so angucke, Weg oder Bach? Dann bauen wir morgen ein Floß für die Abfahrt. So, Planänderung ist jetzt zwischen den doch etwas sehr windig und wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Das heißt, wir gehen wieder runter und heute keine Hütte. Aber immerhin haben wir uns noch ein bisschen bewegt. Genau, das stimmt. Ja, wir haben jetzt doch noch mal umgedreht. Es war einfach zu stürmisch, aber es war eine tolle Nachtwanderung. Mehr braucht man eigentlich nicht, oder? Genau, jetzt ab ins Auto. Ja, ab ins Auto. Wir sind beim Leo in der Werkstatt gelandet und machen uns jetzt hier was Leckeres zu essen. Schon durch? So. Ja, in diesem Sinne, das war der erste Tag hier in Bayern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, das war mein Handy.